Hey ihr Lieben, willkommen zurück zu Dead Space. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr. Es geht weiter. Wir haben einen komischen Arzt kennengelernt, der hier kurzerhand alles abgeriegelt hat und gesagt hat, ja, bla bla und ich mache hier die Regeln und ja, wir treffen uns. Ja, bin mal gespannt. Ne? So. Der hat mir jetzt diese einzige Tür hier offen gelassen und da gehen wir jetzt rein. Und zwar zum Flügel der bildgebende. Zum Flügel für bildgebende Diagnostik. Oh mein Gott. Scheißviecher. Dass das Menü hier von den Waffen manchmal so unscharf ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das an FSR liegt, dass da ein bisschen fehlerhaft arbeitet, oder ob das einfach an diesem Variable Rate Shading liegt, dass er die Shader darunter zieht. Aber weiß nicht, ob sowas mit einem HUD zu tun hat. Eigentlich eher nicht, aber kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Bug ist oder so. Wollte es nur mal anmerken. Oh, hier sieht es ja toll aus. Bitte stören Sie meine anderen Patienten nicht. Was ist das? Forschung natürlich. Ich stehe so kurz davor, den letzten noch fehlenden Faktor zu finden. Ein Ornithologe würde das verstehen. Alter. Alter, das ist ja fucking krank, Mann. Das ist richtig krank. Was zum Teufel? Wo denn? Wo denn? Da oben. Ah! Alter. Mein Gott. Ja, die anderen laufen hier oben rum. Alter, dieses Vieh hat mich so viel Munition gekostet gerade, ne? Das ist ja richtig für'n Arsch. Du Scheißvieh. Ich hasse diese Viecher, ey. Workbench. Ah. Oh ja, Luft, cool. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht nachladen Schaden bei dem Plasma-Cutter nochmal. Ripper, ne, Flammenwerfer. Flammenwerferkapazität, komm, nehmen wir einmal mit. Und dann machen wir beim Plasma-Cutter noch hier einmal den Damage.
Muss die Batterie irgendwo anders rein? Ach so. Wow. Wow. Ah, nicht diese Viecher hasse. Ich hasse alles. Ich hasse hier einfach alles. Warum? Warum differenziere ich hier überhaupt? Alles scheiße. Alles absolut scheiße. Zero G hier. Also es abtrennen von Körperteilen ist aber auch einfach fucking befriedigend. Also es kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich sehr befriedigend. Schemata. Strahlmunition. Das klingt wieder nach neue Waffe. Ach nee, Strahlmunition einfach. Ja, nee. Never mind. Gut, ich will jetzt noch nicht übertreiben. Geh jetzt noch mal kurz zurück. Aber hier war auch noch eine Door. Oh. Patientenprotokoll abgerufen. So, ich muss alles aufnehmen. Das Gedächtnis, Sie wissen schon. Wie ich schon sagte, könnte meine neu entwickelte Behandlung die Lösung sein. Die Studienlage ist sehr vielversprechend. Freigabe bestätigt. Ah, Sie sind im Handumdrehen wieder auf Ihrem Posten und die CDC wird nichts davon mitbekommen. Oder vertrauen Sie mir nicht? Nein, natürlich vertraue ich Ihnen. Probieren wir es aus. Neun ist ein junger Mann. Er testet mein neues Mittel zur Bewegungsregeneration. Ich erwarte den Eintritt des Todes innerhalb einer Stunde, aber die Veränderungen am Gefäßsystem sind sehr vielversprechend. Zeit zum Aufräumen. Zum letzten Mal. Holen Sie ein Notfallteam her. Ja, ich habe angerufen. Dreimal. Mein Patient kollabiert. Hören Sie auf zu rauchen und helfen. Interessant, interessant, ey. So, ich speichere mal kurz ab.
Ah, okay, ich muss ins Chemielabor. Dann gehe ich erstmal hier gucken. Oh Gott. Ach so. Ah. Ah ja. Mhm. Ja, ja. Okay, okay. Cool. Soll ich das nochmal umleiten hier? Bestimmt jetzt, ne? Hä? Ach so. Ich nehme es einfach mal mit. Ich kann mir vorstellen, dass ich es hier brauche. Na. Goddammit. Mitkommen. Ach, geht nicht. Okay. Dann baue ich es wohl doch nicht hier. Boah, was ist hier nur passiert? Wer ist hier nur... Oder was ist hier nur passiert? Alter. Yeah. Überlebende kommt bitte zu uns. What the fuck is that? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Ein Trick. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice? Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelung. Ich glaube... Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Was ist denn das? Was ist das? Oh no, das sind die sich regenerierenden Viecher! Oh no! Raus hier! Raus hier! Ah! Wo muss ich lang? Da lang! Oh! Oh, ich hasse sie! Oh, ich hasse sie so sehr! Ah! Oh Gott! Oh no! Ah! Ich hab Angst. Oh mein Gott. Da bleiben. Die regenerieren sich. Die Kampfübertragung.
Es war ein Trick von einem verdammten Ornithologen, Dr. Mercer. Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott. Alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Das muss doch von Mercer sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Alter, holy fuck, speichern. Oh, Leute, ich hasse diese Viecher. Das sind die schlimmsten Viecher überhaupt. Die regenerieren sich. Du kannst sie nicht töten. Du kannst nur die ein bisschen abschießen, dass die ein bisschen länger brauchen und so. Oh. Iihihihi. Ich hasse es. Das ist halt echt Horror. Oh no, Leute. Da kommt er wieder! Oh! Oh Gott, aua! Aua! Ah. Oh Gott, was kommt hier alles? Aua! Hier rein oder wo? Ich weiß gar nicht. Oh Gott, da lang. Logbuch der Chirurgie, Dr. Charles Mercer. So alt ist schon recht. Zu Beginn meiner Nachforschungen waren Terence Kynes Erkenntnisse über den Marker von unschätzbarem Wert. Jetzt schickt er nur noch Mitteilungen wie diese hier. Sie schlechter. Ich habe Ihren Jäger gesehen. Ich weiß, wer das war. Zelluläre Regeneration. Großer Gott, sehen Sie nicht, was Sie getan haben? Ich stimme Amelia zu. Wenn das Unitology ist, will ich damit nichts zu tun haben. Meine Diagnose? Der arme Terence leidet an der gleichen Demenz, von der auf der Regis-7-Kolonie berichtet wurde. Emilia zum Beispiel. Die einzige Emilia, die er je erwähnt hat, war seine Frau. Und Emilia Kain starb vor 7 Jahren. Ja, Leute, wir haben den dicken Plasma-Cutter, Alter. Jawohl, das ist das geilste Ding überhaupt. Ja, geil. Oh. Das wollte ich nicht. Oh no, nicht sowas. Um Himmels Willen. Bitte nicht sowas. Alter, gibt's hier viel. Persönliches Logbuch. Konvergenz, wo die Körper der Toten auferstehen werden. Vereint und sterblich, vollkommen gemacht durch den Marker. So wird es uns gelehrt, aber all dieses Material, all meine Arbeit, und doch bleibt der Marker untätig. Seit diesem ersten Kontakt habe ich immer wieder diese Worte in meinem Kopf. Die Macher müssen absorbiert werden. Vielleicht eine göttliche Einsicht, dass die Erschaffung meines Jägers Teil der Antwort ist, und doch gelöscht? Nein, ich werde nicht zweifeln. Kein Ornithologe war jemals so nah dran. Um den Tod, diesen vertrockneten alten Tyrannen, zu überlisten, muss ich genauso hartnäckig sein wie er. Ja. Warnung, lokale Türprotokolle sind fehlerhaft. System wird neu gestartet. Bitte warten. Ich hab Zeit. Wer ist da? Wow. Oh Gott! Moment! Ich kann helfen!
Nicht mir! Retten Sie die Hydrostation! Hier sterben alle! Die Luft ist Gift, aber es ist noch Zeit! Ihr Enzym funktioniert denn! Sie braucht nur flüssigen Stickstoff! Retten Sie uns! Scheiße, er hatte recht. Die Luftqualität nimmt im ganzen Schiff ab. Irgendetwas vergiftet den Sauerstoff auf der Hydrostation, wenn wir unsere Luftzufuhr verlieren. Wir können es wohl reparieren. Er suchte nach flüssigem Stickstoff. Im Kryogeniklabor müsste welcher sein. Okay, sonst bleibt uns auch nicht viel übrig. Ich mache dir den Weg ins Kryo frei. Türprotokolle neu gestartet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Oh Gott, das auch noch. Als ob das all diese Viecher nicht schon genug sind. Schatz auf dem Deck. Das muss doch. Hier, am Sicherheitscheckpoint gibt's eine Notentlüftungssteuerung. Geh, ich sperre ihn auf. Aua. Oh no. Ah. Wo muss ich lang? Aua. Ah, warum hier? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das braucht aber auch ewig hier. Mach auf hier. Oh, mach auf hier bitte. All diese Türen, Digga. Das ist doch einfach nur scheiße. Wer denkt sich sowas aus? Oh, bitte. Bitte. Oh. Oh. Okay. Oh. Besser. Heilige Scheiße. Oh. Oh. Das war schlimm. Das war schlimm. Oh, das war echt schlimm, Leute. Sorge flüssig, flüssig Stickstoff, ich nichts mehr reden kann, ich gar nichts mehr machen kann. Alter, holy fuck, wir gehen jetzt mal in den Shop. Kaufen ein bisschen Shopping-Zeug hier, ein bisschen Shopping-Queen. So, ja, cool. Ja, ja, nice. So, einmal den weg. Ja, einmal den weg. Ja, so, dann. Ja, jetzt halt die Frage, packen wir den Kleinen ins Lager? Würde fast sagen ja, oder? Oder lassen wir den einfach? Lassen wir einfach, ne? Ja, lassen wir einfach, würde ich sagen. Haben wir hier noch was? Impulsgewehr-Upgrade. Das dicke werde ich mal ins Lager packen. Sicherheitshalber. Und hiervon werde ich auch mal ein bisschen was ins Lager schieben. So. Einfach damit wir ein bisschen was auf Lager haben, wenn es irgendwie scheiße wird. Laserkanonen-Upgrade. Laserkanone, was ist das denn noch? Laserkanone ist nicht das Ding hier, ne? Ne, das ist Strahlenkanone, okay. Ne, dann Strahlenkanone-Upgrade. 11.000, Alter. Aber ich hätte schon Bock drauf, ne? Strahlenmunition. Ach, die braucht andere Muni. Oh. Oh, die ist auch teurer. Ach so. Ach so, ach so. Das ist ja. Das ist ja, du. Warte mal, dann. Haben wir noch Medkits?
gar nichts. Medkits, scheiße. Wenigstens zwei. Und dann brauche ich ein bisschen Muni wenigstens. So für sechs. Und dann... brauche ich noch mehr Heilung? und noch mehr Muni. Das ist, was soll ich euch sagen? So, es ist halt... ist das? Gut. Sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Okay. Ja. Wer braucht mehr Muni, das Ding? Warte mal, ich pack mir den mal, sonst komme ich wieder durcheinander. Pack mir den mal doch wieder nach oben, so. Okay, dann speichern wir einmal. So. Und dann besorgen wir den Flüssigstickstoff. Oh ja. Oh Gott. Was ist so eklig, diese Spinnenscheiße. Ist auch einfach voll geil, wie abgekokelt der ist, ne? So richtig schwarze Gliedmaßen, so abgefackelt. Oh, hinter mir ist immer noch... Ich glaube, hinter mir ist immer noch das unsichtbare Vieh. Links geht's rein. Was denn hier? Spülmittel. Oh. Ach so, hier sind wir. Ja, okay. Jetzt kommt der andere wieder, ne? Oh, bitte nicht. Gib mir einmal Ruhe. Bitte. Ja, da ist das Vieh schon wieder. Alter. Leute, Mann, hier Schluss. Im nächsten Part geht's weiter mit Dead Space. Es ist gerade absolut gruselig. Ich hasse diese Viecher einfach. Ich hab da echt Angst vor. Okay, ja, bis zum nächsten Mal.